Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu Dead by Daylight. Lange ist her, jetzt eine ganze Woche habe ich jetzt nicht gestreamt, brauchte mal ein bisschen Pause, um mich ein bisschen zu erholen. Und jetzt fange ich wieder an und lasse mich für euch an den Haken hängen, beziehungsweise heute fangen wir mal mit einer Killerrunde an. Und zwar hatte ich jetzt meine Huntress ein bisschen hochgelevelt während der Pause. Hab's jetzt auf Prestige 2 hochgekriegt. Und aktuell haben wir folgende Perks drin. Von Nemesis, tödliche Verfolger. Zu Beginn der Prüfung werden dir die Auren aller Überlebenden für 9 Sekunden angezeigt. Immer wenn die Aura eines Überlebenden eine Zeit lang angezeigt wird, wird die Dauer um 2 Sekunden verlängert. Dann haben wir Barbecue und Chili von dem Kannibalen. Nachdem du einen Überlebenden festgehakt hast, siehst du 4 Sekunden lang die Auren aller anderen Überlebenden, wenn sie weiter als 40 Meter vom Haken entfernt sind. Dann die Twitch, enthüllte Dunkelheit. Wenn du einen Schließschrank durchsuchst, werden dir die Auren aller Überlebenden in einem Umkreis von 8 Metern von Schließschränken für 5 Sekunden angezeigt. Und Geiselhaken, Flut des Zorns von Onryo. Zu Beginn der Prüfung werden bis zu 4 zufällige Haken in Geiselhaken verwandelt. Du siehst ihre Auren in weiß. Wenn ein Überlebender von einem Geiselhaken gerettet wird, werden die Auren aller anderen Überlebenden 7 Sekunden angezeigt. Das ist meine aktuelle Huntress, kann sich aber noch ein bisschen ändern. So, und dann suchen wir mal. Und hallo Emo, willkommen im Stream und gleich Wassermarsch, alles klar. Vielen Dank dafür. Ich hoffe, ihr hattet übrigens eine wunderschöne Woche jetzt. Die erste Woche, die ging ja ratzefatz rum vom Januar. Ihr habt euch gut Silvester gut erholen können oder beziehungsweise habt noch ein bisschen gefeiert und konntet euch dann erholen. Ich habe die Huntress jetzt ein bisschen geübt gehabt. Mal lief's gut, mal lief's eher nicht so gut. Aber ja, mal gucken. Aber es dauert halt aktuell auch sehr lange. Übrigens, ihr Lieben, habe ich jetzt vor ein paar Stunden gelesen, ich glaube heute früh irgendwann gegen 8, dass wohl der Kannibale wohl jetzt demnächst irgendwie nicht mehr zum Kauf verfügbar sein wird, weil wohl irgendwie die Lizenz irgendwie abgelaufen ist und auch nicht mehr verlängert wird. Also alle die ihn haben, können ihn noch spielen, aber er wird wohl die nächste Zeit nicht mehr, danach nicht mehr kaufbar sein. Ja. Läuft, würde ich sagen. Genau, die haben die Rechte an ihm verloren und müssen den Charakter wohl in den nächsten Monaten aus dem Spiel entfernen. Wann das sein wird, ob das überhaupt so kommt, ist die Frage. Mal gucken. Und wir suchen mal wieder sehr lange nach einer Partie. Ich hatte jetzt letztens eine Partie, da habe ich ein bisschen länger gesucht, ich glaube 20 Minuten lang. Da hatten alle 4 Taschenlampen und also alle 4 hatten Taschenlampen. Ich habe gedacht, okay, guckst du mal und dann bin ich dann irgendwie, ich glaube nach 5 Minuten raus, weil die eigentlich nur um mich rumstanden und mich mit den Taschenlampen geblendet haben. Da habe ich überhaupt keinen Bock drauf gehabt, bin dann raus. Emo hat gefragt, wie geht es dir? Och, soweit ganz gut. Ich hoffe dir auch, du hattest eine schöne Woche jetzt, die letzten Tage. Ich habe gestern gesehen, du hattest jetzt irgendwas gestreamt. Ich weiß auch nicht was es genau war. Hatte ich auch mal ganz, ganz kurz reingeguckt. Sowas nennt man Bully Squad, die machen nichts anderes. Ja, das ging mir tierisch auf den Piss. Ich habe dann, ich glaube, 30 Sekunden war ich dann gesperrt, aber das war mir dann, die 30 Sekunden waren mir dann in dem Moment dann auch egal.
Weil sowas ist echt ätzend. Klar, man kann Lichtgeborener oder war das Lichtgeborener, kann man reinmachen als Perk. Ja, aber pff, nee. Das nimmt ja meine ganzen anderen schönen Perks weg. Und von daher. War halt nervig, aber wie gesagt, 30 Sekunden, das ist ja gar nichts. Und die Entwickler hatten wohl jetzt wohl die Sperrzeit rausgenommen gehabt, weil sie irgendwie die Server zur Richtung Weihnachtszeit überlastet waren. Da hattest du jetzt auch keine Sperre gekriegt, da konntest du einfach rausgehen. Und die Leute haben das auch wirklich ausgenutzt. Ich hatte, wie gesagt, ich habe ein bisschen mit der Handus geübt gehabt. Das haben sehr viele Leute ausgenutzt. Sie sind ständig raus. Du hattest sie einmal getroffen und schon Disconnect, wieder getroffen, Disconnect. Also das war echt ätzend. Aber naja, was soll's. Und die Entwickler haben jetzt haben ein sehr großes Update versprochen. Und zwar die Map Grenhorst wird geändert. Dann wird es für die Überlebenden jetzt so sein, dass du über dem Namen dass du halt, dass du am, wo die Survivor aufgelistet sind, dass du dann sehen kannst, was die machen. Sozusagen, dass du als alleiniger Survivor, wo sind sie denn? Da ist einer. Da hinten sind auch welche. Da laufen sie wie die kleinen Lemminge. Ich erzähle euch gleich, was noch alles für Updates kam. Ich kam aus dem Lesen gar nicht raus. Wo sind sie hingegangen? Hat es nicht erwischt, als war ich gerade selbst. Jo, und die Palette trifft mich natürlich noch, ist klar. Machen wir die auch wieder kaputt. Habe ich natürlich keine mehr, Scheiße. Ach, ich habe keinen Bock auf die. Da hinten sind sie.
Ah, scheiße, daneben. Such den anderen, wo ist er hin? Vergiss es, du gingst mir am meisten auf den Keks gerade. Komm her. Da war doch gerade einer mit der Taschenlampe, wo ist er hin? Keiner fertig gewesen. Okay, so. Auch keiner. Alter, gib ihm. Oh Mann. Ey, die gehen auf den Keks gerade. Na, wo liegt sie? Oh, das geht mir auf den Sack, ey. Also mal ganz ehrlich, man sollte die Taschenlampe wirklich ein bisschen abschaffen. Oder zumindest so weit schwächen, dass sie nicht ständig geblendet werden, nicht ständig geblendet werden kannst.
Wo denn hin? Oh. Das ist mir sowas von egal, das kann doch nicht sein mit diesen scheiß Taschenlampen, ey. Haben sie wieder irgendwas kaputt gemacht. Ach, kommt, haut ab. Also das ist schon eine richtige dreckige Assi-Gruppe, sorry. Vergiss es, du bleibst hier. Selber schuld. Sowas ist echt assi, sorry. Geht gar nicht, so eine Gruppe. Wirklich nicht.
So, genau, also nochmal zu dem Update. Also, die Überlebenden können sehen, was die anderen Überlebenden machen. So, dann gibt es in Kren, die Map Krenos wird verändert. Dann wird die Nurse verändert von ihren Perks her, also sie wird jetzt ein bisschen abgeschwächt. Dann, wenn der Killer einträgt, gibt es ja immer dieses Klong-Klong-Geräusch, wenn man nicht wiggelt. Das wird jetzt irgendwie wohl ver soll wohl verändert werden. Dann sollte denn noch verändert werden? Genau, dass wenn du den perfekten Skill-Check hast beim Wickeln, sollst du nicht schneller rauskommen, sondern dass du wirfst halt diesen Killer so ein bisschen nach links oder nach rechts, je nachdem. Ich weiß nicht, wie das genau werden wird. Ich habe keine Ahnung, wie das werden wird. Keine Ahnung. Aber es soll erst das Update soll jetzt kommen. Es wird nur wieder, wie gesagt, ein Testbild geben. Und dann wird man sehen, wie sich das regeneriert oder wie das ankommt. Und ja. Okay, deswegen mit DPD aufzuhören. Gut, muss jeder selber wissen. Muss man wissen. Aber es könnte ganz interessant werden. Okay, da das wieder so lange dauert. Gehen wir wieder. Survivor, gerade mal. Ein bisschen Blutpunkte fahren. Vor 15 Uhr würde es als Killer lange dauern. Kann ich so nicht bestätigen, weil ich jetzt auch die letzten Tage auch mal nach 15 Uhr gespielt habe. Und da saß ich auch teilweise eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde im Suchen, in der Partie suchen. Ja, danke, wünsche ich dir auch viel Spaß. Falls du jetzt gehen solltest, viel Spaß. Okay, alles klar. Nee, war ja nur, klang gerade so deswegen. Deswegen. Werde heute aber auch nicht so lange machen, muss mich erst wieder eingewöhnen. Nur ein bisschen anderes was vor heute. Und morgen spielen wir kein Dead by Daylight. Alles gut, ich unterhalte dich noch ein bisschen. Okay.
Also morgen kommt kein Dead by Daylight, dafür kommt morgen wieder Crisis Core. Wir müssen ein bisschen mit den Missionen weitermachen. Ach, Ghosty ist es. Es ist ein Ghosty. Was hat denn der gegen den? Ach, das war hinten. Okay. Na komm, 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 komm durch, komm durch, komm durch, los, zieh, zieh, zieh. Au!
Ach, da ist da hinten. Toll. Alter, das hab ich nicht gesehen. Na komm schon. Was macht er denn jetzt? So, bin selber DBD, muss noch was schaffen vor dem Update. Ja, mach du nur. Da kommt jetzt hierher, kann das sein? Ja, der kommt genau hierher. Hier schon runter. Gold 1, okay. Ich weiß, er hat mich gesehen. Aua! Nicht warten dürfen. Scheiße! Was bringt Gold 1, okay? Au. Der. Will der? Wissen. Verpiss dich! Oh, Alter, war ich da! Scheiße! Ach, Kacki! Ach man, das war jetzt meine eigene Schuld. Ach, verdammt. Man darf auch der Haken.
Ich muss einen anderen Gen machen, ne? Jetzt mal ohne Witz. Tot, verdammt. Er lässt sie liegen, ne? Mm-mm. Okay, er will keine Freundschaft. Okay. Scheiße. Oh, Alter, war das knapp. Ah! Komm! Was macht man jetzt? Dann mach! Scheiße, wo ist diese Kackluke? Nein, da ist er! Nein, du oh, du Pisser!
Dann mach. Oh Mann. Mann, ey. Das war einmal die Luke. Manu. Blöde Luke. Mann. So, durchdringendes Zittern, Verfolgungsjagd, Klaustrophobie und ich bin ganz Ohr. Ach, verdammt. Naja. Passiert. Ich glaube, egal, aber Prestige ist. Legacy Kane, alles klar. Okay, Konsole. Kein Konsole. Und auch nicht Konsole. Okay, also wir haben einen Konsolenspieler. Oder zwei Konsolenspieler und zwei PC-Spieler. Und was ich mir wieder wünschen würde, dass diese Reagenzgläser, oder nicht diese Reagenzgläser, diese Flaschen mit dem dunklen Nebelschleier, dass die einfach selber, dass sie wieder ein bisschen mehr was oder mehr bringt. Was diese Kugel neben dem Namen sagt, ob er PlayStation ist oder nicht. Und wenn da keine ist, ist es dieselbe Konsolenart. Achso, okay. Gut. Gut zu wissen. Ich habe mich schon immer gefragt, was diese Kugeln bedeuten. Aber gut, aber wie gesagt, ich würde mir dieses dunkle Reagenzglas wünschen, dass das wieder ein bisschen mehr bringt. Als nur... The more you know. Yes. Ja, ja. Und der Ritter wird angepasst. Und der Ritter wird richtig böse angepasst. Dass so diese Geisterkugeln, sage ich jetzt mal, die er da rumschießt, sozusagen gar nicht mehr richtig siehst. Damit du dem dann nicht genau ausweichen kannst. Also, naja. Es ist nicht kacke. Wenn man es nicht kann, dann kann man es nicht. Aber Survivor-Spielen ist nicht scheiße. Survivor-Spielen ist nicht scheiße. Ende. Jeder hat seine Meinung. Ja, ist auch. Na. Da kommt da. Da läuft ein Schneemann.
Was soll das heißen, dass ich nicht kann? Nee, so habe ich das jetzt nicht gemeint. So habe ich das auch gar nicht in dem Kontext sagen wollen. Ich wollte eigentlich sagen, dass man aufhören sollte, über jeweilige Survivor oder Nicht-Survivor aufhören sollte zu meckern. Manche können halt mehr Killer oder besser Killer spielen und manche können halt mehr oder besser Survivor spielen. Aber wenn man besser Killer spielen kann, sollte man nicht sagen, dass es total beschissen ist, Survivor zu spielen. Dann gibt es mich, ich kann beides nicht. Ah ja. Das ist für eine komische Runde hier. Sorry, die Runde ist mir zu doof hier. Na, aber nur wenn Leute sagen, dass als Survivor spielen scheiße ist, ist das schon ja. So. Oder auch umgekehrt, wenn auch Leute sagen, als Killer spielen ist scheiße, ist genauso bescheuert. Scheiße und Kacke ist dasselbe oder fast dasselbe, aber es ist egal, ich habe es mit meinen Worten wieder gesagt. Uneinigkeit, nicht geboren und verblüffen. Ist genauso, wenn ich höre, dass Survivor sagen oder Survivor-Spieler sagen, als Killer spielen ist scheiße und Leute sagen, als die Killer spielen, ja, als Survivor spielen ist scheiße. Nee. Klar, jeder seine Meinung, aber Leute, ganz ehrlich. Ich kann auch besser Survivor als Killer spielen und ich sag trotzdem nicht, dass es scheiße ist, Killer zu spielen.
Darum geht's mir einfach. Wegen Sims 4 musste ich meine Konsole wieder auf Englisch machen. Warum denn das? Wegen Sims 4? Ach, siehst du, Sims 4 wollte ich auch noch mal zocken jetzt die Tage. Alles klar. Warum musstest du den auf Englisch umstellen, Emo? Weil ich Japanisch nicht so gut bis kaum. Moment, weil ich Japanisch nicht so gut bis kaum kann. Ach so, okay. Okay, alles klar. Oh! Wer hat denn Disconnect? Ach, die. Meine Tastatur hier auf dem Handy ist auch japanisch. Alles klar. Oh, Vittorio! Nea und Feng Men. Stimmt, ihn könnte ich auch mal wieder leveln. Ist ja nur gerade mein Bus. Na, ja, könnten wir gleich mal machen. Oder ja, du wolltest ja nur die Perks von ihm haben. Victoria ist bei mir auf Prestige 1, na bleib doch, ja, kannst du ja machen. Du wolltest ihn ja nur
Wegen den Perks. Oder wegen dem einen Perk, wo man den Killer sieht, wenn man einen großartigen Skillcheck macht. Mac ist bei mir Prestige 14 oder 15. Wow. Und der Killer hat einen schlechten Ping. Vibriert dein Handy oder was? Ja, es hat gerade vibriert, Entschuldigung. Hat man es gehört? Ja, ne? Extrem. Gott, habe ich mich jetzt erschrocken. Sorry. Es ist Toblerone. Glaube ich. Ja. Nee, doch nicht. Ist der Ritter. Ich bin nicht da. Hau ab. Ich bin nicht da. Verschwinde. Niemand mag dich. Klang am Anfang wie Toblerone, deswegen. Dann geh vor. Mensch, hör doch mal auf, mir hinterher zu rennen hier. Hasse den Ritter, also den mag ich wirklich überhaupt nicht. What the hell? Oh, Scheiße. Da.
In 2 Tagen endet das Event mit dem Schneemann, dann ist das auch. Dann war es das mit den Kleinen. Kann das sie eben nicht können, dann heile ich dich halt nicht. Und irgendwie viel Spaß mit. Ja, danke. Viel Spaß beim Zocken. Mach ja auch nicht mehr lange. Hä? Du hast angefangen und jetzt hast du. Was? Face Camping, ach so, ja gut. Aber was machen die denn? Machen die auch mal Gens, die anderen? Danke. Damit wäre meine Frage erledigt. Die macht das jetzt alleine hier. Oh, das wird jetzt knapp, das wird jetzt knapp in der zweiten Phase. Ah! Ach, der hängt da noch. Den hätte mittlerweile jemand runtergeholt. Klasse. Na klasse. Okay. Ja, ja, richtig schön in die Ecke. Ugh.
Alter, du bist doch ein elender kleiner Camper, mein Freund hier. Nein. Okay. Ach, die kommen ja nicht an mich ran. Wow. Ach komm, auf dich kleinen Camper habe ich keinen Bock. Das ist ätzend hier. Das, sowas ist ätzend. So spielt man nicht. Prestige 1. Mann, ach, komm schon! Nicht dein Ernst! Der hatte ich doch schon gesehen hier. Ach, Manu. Was soll man machen, die anderen? Okay, sie liegt. Er rennt hier irgendwie. Wow. Kriegt das denn nicht gebacken? Das tut mir aber leid. Dann mach doch nebenbei noch einen anderen Gen. Ach, kommt. Wir tun uns das Elend hier nicht nochmal an. So, ihr Lieben, wir machen jetzt noch eine Runde. Es sei denn, es ist wieder eine Legion. Dann machen wir noch eine Runde, aber ansonsten.
Das wird halt nichts. Ach, scheiße, ich sollte Jeff spielen. Ach so, das habe ich jetzt erst gesehen. Sorry, Emo. Sorry. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Oh nee. Ich habe mit dem überhaupt keine Perks, Mensch. Ach, das könnte jetzt ein bisschen eklig werden. Natürlich auch nicht an Opfergaben. Klasse. Ich habe gar nichts für den. Nichts. Ich kann Jeff überhaupt nicht. Ich habe für den rein gar nichts. Oh, das lädt gerade aber ganz schön schnell, du. Meine Güte. Vor allem, wie der aussieht, ey. Das fängt ja gut an hier. Okay, wir machen danach noch eine Runde. Das mit Jeff geht das überhaupt nicht hier. So kann ich das nicht beenden. Ach, ich wollte die Palette ziehen. Alter, das ist doch nicht wahr. Scheiß Viecher. Ja, warte mal, hier ist falsch. Hier ist ein Gen.
bin nicht da. Hau ab. Als ob. Verpiss dich! Toll! Oh Junge! Der stresst. Ja, dann campe ruhig. Der läuft mir trotzdem wieder hinterher. Doch nicht. Was denn nun? Jetzt hat er sich für mich geopfert. Oh, das kann doch nicht sein. Jetzt hat er sich für mich geopfert, damit ich raus konnte. Oh Mann. Oh Mann, ey. Ich habe keine Ahnung, ich hatte dieses. Lässt sie über mir. Wie das über mir. Der klingt jetzt aber gleich. Ja, ein Asthma stirbt. Oh Gott, ich bin erschrocken. Klasse. Nein. Meine Güte. Entschuldigung, ne, der klingt jetzt aber wirklich gleich stirbt.
Was denn der hin? Irgendwie auch mit den Jen wiederfinden, wo ich gerade dran war. Da ist der eine, aber den hat er, glaube ich, runtergetreten. Oder? Ey, den hat er runtergetreten. Ja, häng mich bitte auf. Danke, da kann ich nochmal zu meinem Hauptcharakter gehen. Ach, danke. Oh Gott, oh Gott. Er hat... Warte mal, wie hieß er? Der kriegt erstmal einen Daumen nach oben, weil er echt super, weil er mich gerettet hat. Ach, wir machen weiter. Schnell diesen Charakter wechseln. Huch! Nein! Der Charakter wechseln, das war ja furchtbar. Aber wir setzen ihn erstmal auf Prestige. Was möchte ich haben? Mach hier einfach mal querbeet. Moment, ihr Lieben. So. Na komm. Toll.
natürlich wieder nicht gereicht. War ja klar. Oh, wir haben mit. Ach, dann nehmen wir gleich die. Obwohl wir wahrscheinlich gleich als erstes gehängt werden. So, ihr Lieben, ist gleich ist die letzte Runde jetzt. Nur damit ihr Bescheid wisst. Wir werden jetzt sowas von als erstes gekillt. Weil irgendwie keiner den irgendwie mag. Alle Überlebenden. Oh, schön. Also es gibt hier Blutpunkte und wir kriegen wieder nur die eine Map. Sofern das, glaube ich, gerade die. Oder? Nee, doch nicht. Was war denn das letzte dann? Ich stehe genau wie auf dem Präsentierteller, ey. Oh, Huntress ist es. Ich höre sie schon. Sorry, wenn ich jetzt gerade hier flüster, aber ich bin immer der Meinung, dass es auch eine coole Option wäre, wenn die Killer uns hören würden, wenn wir sprechen. Na klasse. Hm.
Oh, Alter, war das knapp. Lauf, 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 lauf. Aua. Die will die andere haben. Holen sie. Au! Gut erwischt. Na komm. Komm. Au! Das war gut. Scheiße. Ich bleib mal so hängen hier. Och Mensch, du blöde Kuh. Sorry. Knapp. Hätte fast gerast. Ja. Alter, wir haben gerade mal einen Gen geschafft, ne? Kleine Camperkuh. Ah, natürlich, den letzten verkacke ich. Na klar. Läuft. TTV. Gleich mal kurz gucken. Ne, streamt gerade nicht. Also, dass ich grad... Na, klasse. Hm.
Was ist das denn für eine Runde, bitte? Und genau dieses Geräusch hier soll auch abgeändert werden. Na, was soll... Ach Leute, geht doch einfach raus. Danke. So, die Jägerin. Pirscher. Unerbitterlich. Klampiger Schlachter und niemand entritt den Tod. Dandin LP, vielen, vielen Dank für dein Follow. Willkommen beim verrückten kleinen Pichu. Beim kleinen verrückten Pichu. Schon wieder nichts. Alter, Leute, was ist denn los? Na, alles klärchen. Mann, ey. Ach komm, wir machen noch eine Runde. Das kann ich jetzt nicht so auf mir sitzen lassen. Das geht nicht. Na klar, nur frustriert. Warum denn das? Warum denn das? So, was haben wir hier? Jetzt wollte ich mal... Ach, das ist das gewesen. Das sieht fast gleich aus. Okay, sorry. Also es gibt einmal den Rinderteigmischung. Und mal sehen, ob ich das habe. Ich glaube nicht. Nee. Aber das sieht fast genauso aus. Deswegen war ich jetzt gerade dezent verwirrt. So. Wegen Mario Odyssey. So schlimm jetzt? War es jetzt so schlimm? Ich habe vorhin zwischendurch noch mal reingeguckt. Aber da war es doch gar nicht so schlimm, oder? Ich bin verwirrt, lasst mich.
Weit gekommen bin ich nicht, okay. Ach, Mann. Ah ja. Habe ich das richtig gesehen? Du wolltest das ohne Damage machen? Habe ich das richtig gesehen? Okay, was passiert jetzt? Mal angenommen, du kriegst jetzt Damage. Was passiert dann? Fängst du alles wieder von vorne an? Oder wie läuft das bei dir? Oder wie hast du dir das vorgestellt? Ich hab einmal Schaden, dann wieder von Null anfangen. Oh, nee. Also ich liebe ja Odyssey. Ich liebe Super Mario Odyssey. Ich finde das Spiel total genial. Sehr schönes Spiel. Aber wenn ich dann jedes Mal von neu anfangen müsste, ich glaube, ich würde es dann nur noch hassen, dieses Spiel. So, Gestörtenabteilung. Yay, mein Zuhause. Was? Gehen wir mal gucken, was es ist. Kein Trickster, keine Handwurst, keine Dredge. Mal gucken, was es ist. Was zockst du noch so alles, wenn ich mal fragen darf? Nur Switch oder allgemein alles querbeet? Also mit Konsole hier, PlayStation und. Aber das ist ja der Gag bei der Sache, das Spiel schwerer zu gestalten, auch wenn es zum Hassgame wird. Ja, gut. Ja, schon quer durch. Ah, okay. Was mir jetzt gerade hier ein bisschen Sorgen macht, es ist noch kein Heartbeat-Killer. Ach, ein inaktiver Killer ist es. Okay. Hab nicht so viel Glück wie du und hab eine PS5, aber 4 hält auch noch gut. Ja, Glück muss man haben. Nein, ich hatte Glück. Einfach nur Glück. Dass ich sie noch bekommen habe, hatte ich noch Glück. Und dass ich sie dann zum Release hatte, war auch eigentlich nur der reinste Luck. So, wir gucken mal, wer es ist. Die muss ja hier irgendwo stehen. Aber halt das. So, wo ist denn der Gute? Ach, der Fallensteller, der Trapper. Na komm. Danke.
ein bisschen Blutpunkte farmen. Damit er Blutpunkte kriegt. Ach so, okay, bin dann auch erstmal weg. Wünsche dir noch viel Spaß. Alles klar, Stanti, vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank für dein Follow. Und ja, das wird jetzt sowieso meine letzte Runde hier sein. Aber ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Schönen Wochenstart noch. Dankeschön. Sorry, ihr Lieben, das ist gerade eigentlich nur noch Blutpunkte farmen, was anderes ist es nicht. Aua! Aua. Upsala.
So, aber jetzt ist wirklich. Ich glaube, jetzt ist wirklich genug. So, und wieder ein Schneemann. Gibt auch Blutpunkte. Ja, schon gemacht, okay. Jetzt finde ich keinen Gen mehr, bin ich doof. Da ist einer. Der ist fett. Ach, die gehen auch automatisch an, okay. Suche noch einen Schneemann. Ups. Da ist ein Schneemann. Das gibt auch noch Blutpunkte. Wir nehmen den Schneemann jetzt mit. So, Alter. Was machen die denn noch? Okay. So, ihr Lieben. Ich gebe jetzt noch Blutpunkte aus. Und dann war's das. War's das für heute. Auch schon wieder 2 Stunden. Und ich weiß auch schon, wen wir raiden. Aber wir geben erstmal kurz Blutpunkte aus. Das hat sich aber ganz schön viel genommen hier. Meine Güte.
Na, nicht ganz. Naja, fast. Naja, egal. So, ihr Lieben, ich beende jetzt an der Stelle den Stream. Bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wir raiden den guten Bio. Er spielt gerade Terraria. Das ist ein ganz lieber. Schaut mal bei ihm vorbei. Und grüßt ihn von mir, ihr Lieben. Dann wünsche ich euch jetzt noch einen wunderschönen Montagnachmittag. Kommt gut in den Feierabend. Erholt euch noch gut. Und dann sehen wir uns. Ciao.